zum Thema Beschäftigungsmöglichkeiten mit Kindern in Cuxhaven. Wir sind hier auf der Insel Helgoland und dann sind wir rübergefahren zur Düne. Ich weiß nicht, wie die heißt, aber wir sind mit der Dünenfähre hier rübergefahren zu der kleinen Insel, auf der auch dieser Leuchtturm hier steht. Ne? Und ihr habt ja gerade schon gesehen, hier liegen Seehunde ganz nah und realistisch. Nach vorne schwimmen gerade welche los. Und wenn ihr Lust habt, mit Kindern was zu machen, was echt mal ausgefallen ist, dann fahrt zur Insel Helgoland und anstatt euch den Anstrengungen mit Oberland und so zu machen, fahrt rüber. Fahrt mit der kleinen Fähre hier rüber. Es gibt hier ein, dahinter versteckt ein Dünenrestaurant und ich zeige euch noch ein bisschen einen Rundblick hier jetzt gerade mal rüber nach Helgoland selber. Also man kann hier mit den Kindern einiges machen und es ist einfach schön und mit Tieren und ja. Also das ist so mein Helgoland-Tipp für euch, ehrlich gesagt, weil das einfach mal was anderes ist. Ne? Das kann man nicht einfach so überall sehen und schon gar nicht so hautnah und zum theoretisch hinlaufen. Aber das heißt, man soll von Seehunden 30 Metern Abstand halten, denn die können auch beißen. So, ab geht's ins Wasser. Jetzt guckt, da seht ihr noch einige Köpfe, da schwimmen schon ein paar. Ja. Okay, also, mein Ausflugstipp für euch, Helgoland. Mit dem Katamaran gut zu erreichen, innerhalb von 70 Minuten, recht entspannt. Und ihr könnt im Katamaran schon essen und habt da auf Helgoland dann wenig Stress damit, noch irgendwie Zeit zu investieren, um irgendwas anderes zu machen, als die Zeit zu genießen. Okay, wir hatten übrigens einen Regentag und es ging trotzdem. In diesem Sinne, weitere Videos, was ihr so in Cuxhaven machen könnt, findet ihr jetzt in der Playliste hier Beschäftigung mit Kindern. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß in Cuxhaven. Tschüss, eure Astrid Marie.